DACH-Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Kanzler Scholz verspricht, Schwerkriminelle nach Afghanistan abschieben zu wollen, auch wenn es keine Gesprächskanäle mit den herrschenden Taliban gibt. Die zeigen sich nun überraschend gesprächsbereit. Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Die in Afghanistan herrschenden Taliban wollen mit Deutschland über die Abschiebung von Landsleuten verhandeln. Das stellten die Islamisten in einer vom afghanischen Außenministerium veröffentlichten Botschaft in Aussicht. Man hoffe, dass Deutschland und Afghanistan auf diplomatischem Wege zusammenkommen können, um die Rechte von Bürgern so zu sichern, dass afghanische Nationalbürger kein ungewisses Schicksal erleiden. Von SPD und Grünen gab es vereinzelt Kritik, die Abschiebungen seien kaum umsetzbar. Zum einen gäbe es keine Gesprächskanäle mit den Taliban, zum anderen sei es auch moralisch fragwürdig, mit Extremisten zu verhandeln. In der Ampel stand entsprechend rasch die Idee im Raum, Abkommen mit Drittstaaten zu schließen, um ausweisungspflichtige Straftäter in die Nachbarländer ihrer Herkunftsnation abzuschieben. Ihre Regierung, Herr Bundeskanzler, muss jetzt handeln. Sie müssen diese Lage in den Griff bekommen. Es geht um den Kernbestand des Zusammenhalts unserer Gesellschaft, um nicht mehr und um nicht weniger. Und wir müssen auch noch einmal über die Praxis der Abschiebungen sprechen. Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler, dass Sie das angesprochen haben. Aber wie sieht denn die Praxis aus? Sie behaupten, es gäbe in Afghanistan keine Ansprechpartner, mit denen man darüber sprechen könnte. Aber, meine Damen und Herren, es wird mit sogenannten technischen Kontakten über die Entwicklungshilfe der Bundesrepublik Deutschland in Afghanistan gesprochen. Fast 400 Millionen Euro, die dieses Land nach der Übernahme der Taliban von Ihnen bekommen hat. Warum können technische Kontakte nicht auch mal dazu genutzt werden, Rückführungen nach Afghanistan zu ermöglichen? Das wäre doch die richtige Entscheidung. In der Ampel stand entsprechend rasch die Idee im Raum, Abkommen mit Drittstaaten zu schließen, um ausweisungspflichtige Straftäter in die Nachbarländer ihrer Herkunftsnation abzuschieben. DACH-Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz.